Jetzt habe ich es. Jetzt müsste die Aufzeichnung laufen. So, jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen meine Fenster sortieren. So, ich glaube, es wird aufgenommen. Also zumindest habe ich die entsprechende Option aktiviert. Gut. Ja, und damit gehen wir rein ins Thema. Also warum überhaupt E-Mail-Marketing? E-Mail-Marketing ist eigentlich tot, ist in den letzten, ja, ich glaube, seit 10 Jahren wird E-Mail-Marketing so mindestens einmal im Jahr für tot erklärt. Dann gibt es irgendeine neue App, irgendeine neue Plattform und dann heißt es wieder, aha, jetzt ist die E-Mail ist tot, das E-Mail-Marketing ist tot, das brauchen wir nicht mehr. Und tatsächlich passiert eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Also es gab immer die These, dass Facebook die E-Mail-Kommunikation ablöst, dass Google Plus, einige von Ihnen kennen das vielleicht noch, auch mal die E-Mail-Kommunikation ablösen soll. Was ist eigentlich nochmal aus Google Plus geworden? Also Google Plus hat es irgendwie nicht so richtig geschafft, die E-Mail abzulösen. Und tatsächlich passiert eigentlich genau das Gegenteil. Also die E-Mail-Nutzung ist nicht rückläufig, sondern sie nimmt kontinuierlich zu. Was Sie hier sehen, ist das E-Mail-Aufkommen in Deutschland. Also Spam ist hier natürlich schon mal rausgerechnet. Und Sie sehen, ja, die Kurve steigt kontinuierlich an. Das heißt, wir verschicken nicht weniger E-Mails, sondern wir verschicken tatsächlich ja, jeden Tag mehr E-Mails. Und das hat unter anderem mit den Plattformen zu tun, die ja eigentlich die E-Mail ablösen sollte. Das heißt, hier ist man mal ein bisschen tiefer in die Zahlen eingestiegen, hat sich mal angeschaut, warum ist das eigentlich so, dass das E-Mail-Aufkommen kontinuierlich ansteigt. Und die Autoren der Studie haben festgestellt, dass das unter anderem dieser Trend auf die sozialen Netzwerke zurückzuführen ist. Und das finde ich doch interessant. Also die Plattformen, die eigentlich die E-Mail ablösen sollten, die nutzen sehr intensiv, man könnte auch sagen aggressiv E-Mail-Marketing, um mich wieder zurück in ihre Plattform zu holen. Ja? Ich glaube, Sie wissen, was ich meine, wenn Sie sich mal bei Pinterest angemeldet haben, nur als Beispiel. Dann bekommt man so unglaublich viele E-Mails, Pins, die du verpasst hast und all diese Dinge. Ja, vielleicht übertreibt das Pinterest ein bisschen, aber im Kern hat Pinterest erkannt, genau wie alle anderen erfolgreichen Social-Media-Plattformen, auch Instagram nutzt sehr intensiv E-Mail-Marketing. E-Mail ist einfach ein sehr schöner Kanal für diese Plattform, um die Nutzer wieder zurück in die eigene Plattform zu holen. Also, ne, wie bekomme ich jemanden zurück auf Pinterest, wenn er gerade sich nicht auf Pinterest aufhält? So viele Möglichkeiten habe ich nicht. Ich kann eine Push-Nachricht verschicken auf das Smartphone, setzt aber voraus, dass der Nutzer auch ein Smartphone, also auf dem Smartphone auch die Push-Notifications aktiviert hat und auch die App von Pinterest aktiviert hat. No, das ist die eine Option und die andere Option ist, dass ich letztendlich E-Mails verschicke, genauso wie LinkedIn, wie Xing etc. das ja eben auch sehr erfolgreich machen. Auch das finde ich ganz interessant, dass jetzt auch im Zuge der Corona-Krise die E-Mail-Nutzung noch einmal drastisch angestiegen ist. Kann sich, glaube ich, auch jeder ganz gut vorstellen. Es werden einfach noch mehr E-Mails verschickt, weil man sich eben mehr abstimmen muss mit Kolleginnen oder mit Kollegen. Deswegen, das fand ich hier interessant, ganz gespannende Studie von web.de und gmx, die eben ermittelt haben, dass jetzt in der Corona-Krise die E-Mail-Nutzung nochmal um 40% angestiegen ist. Ja, ein weiterer Grund, warum macht es Sinn, sich mit E-Mail-Marketing zu beschäftigen, ist dieser hier, sind letztendlich die Zahlen. Also wenn man sich tatsächlich mal anschaut, welcher Kanal bringt mir denn tatsächlich einen hohen Return on Invest, wenn ich irgendwo Budget in die Hand nehme und in einen Kanal investiere, von welchem Kanal bekomme ich eigentlich am meisten zurück in Form von Neukunden oder am Ende dann Umsatz? Und da ist tatsächlich E-Mail-Marketing, zumindest hier bei der Studie, steht hier auf den ersten Platz. Fairerweise muss man dazu sagen, E-Mail-Marketing kämpft immer mit SEO, also mit Suchmaschinenoptimierung um den ersten Platz. Also in vielen anderen Studien sehen wir dann SEO ganz oben, in dem Fall E-Mail. Sehen Sie mir das nach, dass ich hier mal die entsprechende Studie rausgesucht habe, wo die E-Mail eben ganz oben steht. Aber genau, das ist ein harter Kampf immer mit SEO. Das heißt, wenn wir uns wirklich mal anschauen, und das sehen wir auch mit Blick auf unsere Kundenprojekte, welcher Kanal bringt mir tatsächlich Umsatz im digitalen Marketing? Ja, dann ist es nicht so sehr unbedingt die neue Social Media App, die gerade irgendwie gehypt wird und auf die sich gerade alle stürzen, sondern wenn man sich anschaut, womit generiere ich eigentlich Neukunden, dann ist SEO nach wie vor das ganz zentrale Thema, zumindest für die meisten Geschäftsmodelle. Wenn es um Neukundengewinnung geht, dann sind Suchmaschinen, damit meine ich nicht nur Google, sondern auch in Idealo, andere Preissuchmaschinen, Plattformen wie Verivox, je nach Geschäftsmodell. Ne? All diese Plattformen sind relevant, um überhaupt mal Neukunden zu akquirieren. Wenn es aber dann um die Frage geht, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesen Neukunden?
wie kann ich diese Neukunden bestmöglich auch an mein Unternehmen binden, damit die nicht alle nur einmal bei mir kaufen und dann wieder weg sind und ich sie mühsam erneut einkaufen muss bei Google und Co., sondern dass ich wirklich sicherstelle, dass diese Neukunden dann tatsächlich auch zu Bestandskunden werden, dass ich die weiterentwickle, dass die erneut bei mir einkaufen oder Dienstleistungen von mir in Anspruch nehmen. Dafür ist E-Mail-Marketing der mit Abstand wichtigste Kanal, den wir hier haben. Letztendlich bietet E-Mail-Marketing so drei wesentliche Vorteile. Auf der einen Seite haben wir nach wie vor eine hohe Nutzungsintensität. Die E-Mail-App gehört auf Smartphones zu den meistgenutzten Apps. Ja, also wir haben eine hohe Nutzungsintensität, die auch keineswegs rückläufig ist, sondern Sie haben es gerade an den Zahlen gesehen. Das Gegenteil ist der Fall. Die E-Mail-Nutzung steigt weiter. Im Zuge der Corona-Krise jetzt nochmal 40% zugelegt. Wahnsinn, hätte man gar nicht gedacht, dass das möglich ist. Mir gehört die Reichweite. Das ist ein weiterer ganz wichtiger und zentraler Unterschied im Vergleich jetzt zu den Social-Media-Plattformen. Ja, natürlich kann es Sinn machen, auf Facebook oder auf Instagram beispielsweise Reichweite aufzubauen, zu investieren, um dort potenzielle Kunden anzusprechen. Ich muss mir aber darüber im Klaren sein, dass die Reichweite eben nicht mir gehört. Das heißt, am Ende bin ich zu Gast auf einer fremden Plattform und der Gastgeber bestimmt die Spielregeln. Das heißt, wenn Facebook mal wieder sagt, ah, wir verändern mal wieder ein bisschen unseren Newsfeed-Algorithmus, dann kann es eben passieren, dass ich sozusagen über Nacht dann plötzlich noch einmal deutlich weniger Reichweite habe. Das heißt, wenn ich Botschaften auf meiner Unternehmensseite auf Facebook einstelle, bekommt ihr heute ja nur noch ein kleiner Teil meiner Fans überhaupt ausgeliefert. Und ganz großer Teil meiner Fans sieht diese Botschaften ja überhaupt nicht mehr. Das war früher in der guten alten Zeit mal anders. Ja. Da hatte man einfach eine sehr hohe sogenannte organische Reichweite erzielt. Das heißt, früher, vor längerer Zeit war es so, wenn ich eine Nachricht eingestellt habe auf meiner Unternehmensseite, dann haben auch tatsächlich sehr viele meiner Fans diese Nachricht dann auch zu Gesicht bekommen. Und irgendwann hat Facebook den Schalter umgelegt und hat gesagt, wir nehmen den Unternehmen jetzt einfach die Reichweite weg, ja, weil die Inhalte gar nicht so relevant sind aus unserer Sicht und bieten gleichzeitig eine Lösung für dieses Problem an. Und die Lösung, halten Sie sich fest, ist natürlich eine Kreditkarte. Das heißt, was hier eigentlich passiert im Social-Media-Bereich, ist, dass Unternehmen oder die Plattformbetreiber zu Beginn so den Eindruck erweckt haben, ja, das ist eine kostenlose Plattform, auch für die Unternehmen. Ihr könnt ja alle kostenloses Marketing machen. Viele Unternehmen haben sich da drauf gestürzt, haben ihre Kunden auch zu Facebook geschickt. Facebook hat sich darüber natürlich total gefreut, ja, warum auch nicht. Und als dann alle Menschen bei Facebook da waren, hat Facebook eben den Schalter umgelegt und hat gesagt, okay, wenn Sie jetzt mit Ihren Kunden kommunizieren möchten, dann müssen Sie halt jedes Mal Geld in die Hand nehmen, weil am Ende ist es unsere Plattform, wir bestimmen die Spielregeln. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als das Problem dann in der Branche diskutiert wurde und es dann halt irgendwann hieß, ja, das ist irgendwie doof mit der organischen Reichweite, die hier eingebrochen ist. Was kann man denn da machen? Unsere Lösung ist Instagram. Ja, dann haben sich alle Unternehmen auf Instagram gestürzt und siehe da, dort gab es dann exakt die gleiche Entwicklung. Auch dort ist die organische Reichweite eingebrochen. Im nächsten Schritt hieß es dann, da machen wir was auf WhatsApp. Das ist genial. WhatsApp-Newsletter war mal total angesagt, noch im vorletzten Jahr, bevor WhatsApp dann gesagt hat, nein, das ist ein Verstoß gegen unsere AGB. Das dürft ihr gar nicht machen, was ihr da macht mit euren Newslettern. Über Nacht den Unternehmen die Reichweite abgeschaltet. Und das ist letztendlich das ganz große Problem oder der Unterschied, wenn wir Social mit E-Mail-Marketing oder auch mit CRM vergleichen. Das bedeutet, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, nicht, dass wir Social Media irgendwie ignorieren sollten, sondern es bedeutet, dass wir uns fragen sollten, wie können wir denn zum Beispiel Social Media nutzen, um Abonnenten für unsere Newsletter zu generieren. Dann ist das Ganze rund. Ja? Wenn ich also versuche, die Nutzer von der Plattform letztendlich runterzuholen, auf meine Website zu lenken, damit sie dort ein Produkt kaufen, damit sie mein Newsletter anfordern, damit sie eine Anfrage stellen, dann macht das Ganze natürlich wieder Sinn. Das heißt, am Ende ist es eine strategische Fragestellung, wie ich Social Media dann auch effektiv nutze und mit den anderen Kanälen kombiniere. Ja, und damit sind wir schon so ein bisschen, gehen wir ins Operative rein. Ich habe das hier mal in 5 Schritten unterteilt. Natürlich sehr jetzt die Kurzform, die wir dann ja nochmal vielleicht in einem angedachten Seminar dann nochmal ausführlicher besprechen kann. E-Mail-Marketing in 5 Schritten. Wenn man es wirklich runterbrechen möchte, dann sollte am Anfang natürlich die strategische Planung stehen. Und das klingt jetzt vielleicht sehr hochtrabend und vielleicht denken Sie jetzt so, da muss ich irgendwie ein 100-seitiges Konzept irgendwie schreiben. Nein, das ist in den meisten Fällen gar nicht notwendig.
Was aber schon notwendig ist, dass ich mir eben Gedanken über das Thema mache. Ja, dass ich mir überlege, wie sieht das eigentlich juristisch aus? Wie komme ich eigentlich an qualitativ hochwertige E-Mail-Adressen? Mit welchen Inhalten arbeite ich überhaupt? Wie gestalte ich meine E-Mails? Ja, wann schicke ich welche Botschaften an welche Empfänger? Gibt es da bestimmte Kommunikationsanlässe, die ich nutzen kann? Wie kann ich zum Beispiel mit meinem Newsletter dann auch einen wirklichen, echten Mehrwert bieten? Ich weiß, der Begriff hat sich ein bisschen abgenutzt. Jeder redet irgendwie von Mehrwert im Marketing, ja. Aber tatsächlich sich mal hinzusetzen und zu überlegen, welche Vorteile haben denn meine Kunden, wenn sie den Newsletter anfordern? Ne? Bekommen sie vielleicht Versandkostenfreiheit? Bekommen sie Produkte vor allen anderen? Kann ich ihnen im Newsletter irgendwas geben, was sie eben auf meiner Website nicht finden? Ja, ein E-Book beispielsweise anbieten. Also das ist eine ganz wichtige strategische Fragestellung, wie profitieren meine Kunden letztendlich von meinem Newsletter. Der nächste Schritt ist, ich muss da natürlich, und da wird es ein bisschen technischer, eine passende Software auswählen. Und da stelle ich mich jetzt heute nicht hin und sage Ihnen, ja, nutzen Sie unbedingt XY, das ist das beste Tool der Welt. Das wäre auch komplett unseriös, weil es einfach sehr stark darauf ankommt, ja, was sind Sie für ein Unternehmen, welche Unternehmensgröße haben Sie, wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen im E-Mail-Marketing oder im digitalen Marketing, kleines Unternehmen, Startup, großer Konzern, komplett andere Anforderungen an die Software, an die technische Infrastruktur. Von daher muss man wirklich sagen, jeder, der da pauschal irgendein System empfiehlt, der macht das in aller Regel ja nicht nicht neutral, ne, sondern da stehen dann oft irgendwelche Provisionsgeschichten oder dergleichen dahinter. Vertriebskooperationen, die viele Agenturen auch eingehen, was wir ganz bewusst nicht machen. Das heißt, ganz entscheidend ist hier natürlich zu fragen, was haben wir überhaupt vor im E-Mail-Marketing? Wie stark möchte ich automatisieren? Wie viele verschiedene E-Mail-Formate möchte ich eigentlich einsetzen? Wie kommen Adressen in das System? Ganz großes Thema in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Schnittstelle zu anderen Systemen, die Sie einsetzen. Ja, es ist immer ein ganz großes Problem, wenn E-Mail-Marketing als Insellösung betrachtet wird. Man hat dann irgendein Newsletter-Tool oder ein E-Mail-Marketing-Tool und vor jedem E-Mail-Versand exportiert man die Daten aus dem CRM händisch, importiert die wieder in das E-Mail-Marketing-System und das macht man jedes Mal, wenn man wieder ein Mailing verschicken möchte. Das ist A, ziemlich nervig, darauf hat eigentlich keiner Lust und B, ist es natürlich sehr fehleranfällig, ne? Weil irgendwann exportiert man mal die falsche Adressliste. Ein Bekannter von mir hat mal erzählt, dass bei denen im Unternehmen, ja, da wurde die falsche Adressliste aus dem CRM-System exportiert und zwar nicht der E-Mail-Verteiler, sondern die Werbesperrliste und die wurde dann beschickt. Sie können sich vorstellen, das gab hohe Response-Raten, aber halt nicht so in der Form, wie man sie haben möchte. Ne? Und das ist natürlich zugegebenermaßen wirklich so der absolute Worst Case. Aber klar, ne, da war jemand krank, da ist eine andere Kollege oder eine Kollegin eingesprungen, hat das dann übernommen und hat halt einfach ein paar Mal falsch geklickt und dann ist das passiert. Und solche Dinge kann man natürlich vermeiden, wenn man Schnittstellen zwischen den Systemen schafft. Ne? Das ist nicht immer ganz so einfach, wie sich das jetzt anhört. Man muss so eine Schnittstelle dann teilweise entwickeln, teilweise sind die auch schon fertig, da muss man sie nur nutzen. Man muss sie aber auch testen und verstehen, was machen die Systeme da. Ne? Kurzum, auch für die Auswahl der richtigen Software bitte ein bisschen Zeit einplanen. Wenn wir hier anfangs auf das falsche Pferd in Anführungszeichen setzen, dann ist es etwas, was ich eine Entscheidung, die einem dann früher oder später auf die Füße fällt. Weil dann fängt man an mit irgendeinem System, merkt dann nach 2 Jahren, wir wollen eigentlich irgendwas automatisieren, das geht mit dem System aber gar nicht. Und was passiert dann? Man fängt wieder von vorne an. Man wählt eine neue Software aus, muss wieder das neue System einrichten, die ganzen Daten importieren und testen und Templates anpassen und so weiter. Hat keiner Lust drauf. Deswegen bitte ein bisschen Zeit für die Auswahl der richtigen Plattform einplanen. Der nächste Schritt, wir schauen uns gleich nochmal an, wie das in der Praxis funktioniert, ist natürlich die Frage, woher bekomme ich denn eigentlich E-Mail-Adressen? Ja, wir brauchen grundsätzlich ein Werbeeinverständnis, bevor wir unseren Kunden oder auch Interessenten Marketing-E-Mails schicken dürfen. Und die Frage ist ja, also Adressen kaufen ist ja dann scheinbar eine schlechte Idee, weil dann fehlt ja das Werbeeinverständnis. Wie komme ich also an die E-Mail-Adressen von meinen Kunden? Wie gesagt, das schauen wir uns gleich nochmal exemplarisch an. 4. Schritt, Mailings produzieren. Also Texte schreiben, Grafiken zusammenstellen, Betreffzeilen formulieren. Und dann der 5. Schritt, Mailing verschicken. Und leider viel zu oft endet dann so ein bisschen der Prozess. Und was ganz wichtig ist natürlich,
dann in die Analyse zu gehen und zu lernen, was funktioniert denn bei meinen Kunden? Welche Links klicken die an? Welche Betreffzahlen öffnen die denn eigentlich? Und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen und diese Erkenntnisse dann wieder mit in die nächste Planung des nächsten Mailings zu nehmen. Dann habe ich im Idealfall so einen Prozess, einen Kreislauf, ne, und einen fortlaufenden Optimierungsprozess sozusagen. Das heißt, am Ende werde ich mit jeder E-Mail, die ich verschicke, besser, weil ich ja mit jeder E-Mail mehr erfahre über meine Kundinnen und Kunden und also lerne, was interessiert die und vor allem natürlich auch die Frage, was interessiert die nicht. Deswegen fünfter Schritt, nicht nur verschicken, nicht auf Senden klicken und dann sagen, puh, geschafft, jetzt mache ich Feierabend, sondern dann wirklich auch sich natürlich die Kennzahlen nicht nur anschauen, sondern auch mit den Kennzahlen arbeiten und sie nutzen, um zu optimieren. Genau, und damit gehen wir noch tiefer rein in die Praxis. Ich habe es vorhin gesagt, also ich habe das mal einfach fünf ganz konkrete Empfehlungen für das E-Mail-Marketing mitgebracht, die Sie recht einfach umsetzen können oder überwiegend einfach umsetzen können. Und der erste Tipp, den ich Ihnen geben möchte, ist die Optimierung der Newsletter-Anmeldeseite. Wenn Sie mit E-Mail-Marketing schon gestartet haben, schauen Sie sich mal die vorhandene Anmeldeseite an. Wenn Sie noch nicht gestartet haben, dann ist ja jetzt die Gelegenheit sozusagen, sich da ein bisschen Gedanken dazu zu machen. Ganz klassisches Problem, was wir ganz oft sehen, ist, ich finde die Anmeldeseite einfach gar nicht auf der Webseite. Ich sehe überall Social-Media-Icons, ja, ich sehe teilweise sogar noch Google-Plus-Logos, was ich auch total lustig finde, weil die Plattform gibt es nicht mehr. Aber ich finde oft einfach keine Anmeldeseite. Total schräg. Ne? Dann muss ich mich natürlich auf der anderen Seite nicht wundern, dass ich keine Adressen generiere. Bedeutet Sichtbarkeit erhöhen, die Anmeldeseite prominenter verlinken. Ich kann den entsprechenden Navigationspunkt fetten, als ganz banales Beispiel. Ich kann neben der Anmeldeseite weitere Anmeldeboxen auf meiner Seite einfügen. Wenn ich einen Blog habe, na, dann macht es doch total viel Sinn, wenn ich da irgendwie hochwertigen Inhalt produziere. Was passiert eigentlich, wenn ich mir Ihren Artikel dann durchlese und mir denke, ach cool, das war spannend, ich habe super viel gelernt, jetzt bin ich am Ende des Artikels angelangt. Was mache ich dann? Ich schließe diesen Browser-Tab und bin weg. Die ganze Mühe eigentlich umsonst. Ja? Das heißt, da macht es total viel Sinn, am Ende eines Blogpostings als Beispiel zu sagen, möchten Sie mehr über das Thema erfahren, möchten Sie aktuelle Informationen zu dem Thema bekommen, dann hier ist unser Newsletter. Entweder einen Link auf die Anmeldeseite setzen oder so eine kleine Anmeldebox direkt unter dem Artikel einfügen. Das ist noch besser, weil es natürlich dann wieder weniger Aufwand für den Nutzer bedeutet. Wir müssen Vorteile kommunizieren. Ja, niemand steht im Jahr 2021 auf und sagt, so, heute fordere ich Newsletter an. Ja, ich mache das aus beruflichen Gründen, aber ich bin da, glaube ich, echt auch ein Sonderfall. Normalerweise macht das kein Mensch. Ne? Wir bekommen alle viel zu viele E-Mails schon. Das heißt, wir müssen gute Gründe nennen, warum der Kunde oder die Kundin denn unsere Newsletter anfordern sollte. Weil er sparen kann, als Beispiel. Ne? Das ist nicht so super kreativ, das stimmt, funktioniert aber. Ja, fordern Sie unsere Newsletter an und Sie bekommen einen Gutschein über 5 € oder Versandkostenfreiheit. Es muss aber nicht immer ein Rabatt sein, das können auch hochwertige Informationen sein, dass man sagt, exklusiv für Newsletter-Abonnenten haben wir hier ein White Paper, eine Studie für Sie, die bekommen Sie kostenlos, ja, jetzt den Newsletter anfordern. Gute Gründe nennen, wie ich von dem Newsletter profitiere. Und auf die Gefahr hin, dass das jetzt sich ein bisschen esoterisch anhört, aber am Ende müssten Sie mir auf der Anmeldeseite klar machen, wie Ihr Newsletter mein Leben bereichert. Ja? Also wie kann ich da ganz konkret profitieren? Und die meisten Menschen wollen nun mal Geld sparen, die wollen etwas wissen vor allen anderen, also einen Vorsprung sozusagen haben. Die wollen vielleicht auch das Gefühl haben, irgendwie was Gutes zu tun. Die Deutsche Bahn hat mir jetzt gerade wieder ein Printmailing geschickt mit einem großen Hinweis, dass die irgendwie, ich glaube, einen Baum pflanzen, wenn die Deutsche Bahn mich künftig per E-Mail ansprechen darf, also mein Werbeeinverständnis auf dem Weg abgefragt und es gleichzeitig sozusagen mit diesem ökologischen Nutzen dann verbunden und eben ne, so nach dem Motto, teilen Sie uns doch Ihr Einverständnis mit, geben Sie uns Ihr Einverständnis und als kleines Dankeschön pflanzen wir einen Baum, so sinngemäß. Ne? Auch das kann durchaus ein Hebel sein. Ja, wir müssen Vertrauen aufbauen auf der Anmeldeseite. Menschen haben einfach unglaublich viel Angst, dass ihre Daten irgendwie weitergegeben werden, dass sie sich vielleicht nicht mehr abmelden können von dem Newsletter.
Und diese typischen Einwände sollten wir entkräften. Wir sollten auf der Anmeldeseite klar machen, dass die Daten sicher sind, dass sie nicht weitergegeben werden. Und das ist auch juristisch notwendig, dass der Empfänger sich jederzeit wieder abmelden kann. Das heißt, der Nutzer muss darüber informiert werden, dass er jederzeit die Möglichkeit hat, dieses Werbeeinverständnis auch zu widerrufen und dann eben keine weiteren E-Mails mehr von Ihnen bekommt. Ja, so wenig Formularfelder wie möglich. Auch das ist so ein Klassiker. Ich bin schon mal auf Newsletter-Anmeldeseiten gelandet und da habe ich mir gedacht, bevor ich das ausfülle, mache ich lieber meine Steuererklärung. So ein bisschen überspitzt jetzt formuliert, weil einfach, die wollten dann irgendwie meine Postanschrift haben. Ist auch super wichtig für einen E-Mail-Newsletter. Unbedingt die Postanschrift abfragen. Meine Schuhgröße oder Beziehungsstatus, ich weiß es nicht. Und klar ist einfach, je mehr Daten wir abfragen, und ich kann es verstehen aus Marketingperspektive, man will immer viel wissen über seine Kunden, ja. Wir sehen aber, dass jedes zusätzliche Formularfeld dazu führt, dass weniger Menschen den Newsletter anfordern. Das heißt, Formulare sind Conversion-Killer und je mehr Formulare ich auf der Seite habe, desto weniger Menschen, die die Seite aufgerufen haben, füllen das Formular dann auch wirklich aus. Deswegen nur die Daten abfragen, die halt wirklich notwendig sind und vielleicht noch am Rande bemerkt, Pflichtfeld darf ohnehin nur die E-Mail-Adresse sein. Sie dürften theoretisch alles Mögliche abfragen, Beziehungsstatus oder Hobbys, ich weiß es nicht. Das ist grundsätzlich möglich, aber diese Felder müssen optional sein. Das hat eine juristische Komponente sozusagen auch an der Stelle. Na, dann schauen wir uns das doch mal an. Und das ist doch so ein schönes Beispiel, wo man sagen muss, Newsletter-Registrierung, aha, E-Mail-Adresse, okay. Verstehe ich. Was ich ganz großartig finde, schauen Sie mal hier, ist auch das Pflichtfeld gekennzeichnet. Total gut, oder? Ich meine, wir haben ein einziges Formularfeld auf der Seite und darunter steht dann immer, dass es ein Pflichtfeld ist. Wer hätte das gedacht? Ich hatte vorhin gesagt, so wenig Formularfelder wie möglich. Klar, das meine ich auch so. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir auch alles andere weglassen sollten. Also hier stellt sich doch für mich die Frage, ja, okay, Newsletter-Registrierung, aber warum? Was habe ich davon? Ja. Hier fehlt der Hinweis auf das Widerrufsrecht. Das heißt, das Unternehmen könnte man abmahnen, ja, wenn ich hier irgendwie ein schlecht gelaunter Mitbewerber bin, könnte ich hier eine Abmahnung entsprechend von meinem Anwalt aufsetzen lassen, Verstoß gegen das UWG, das ist immer ungemütlich, weil einfach der Hinweis fehlt, dass der Nutzer sich jederzeit wieder abmelden kann und auch der Hinweis darauf fehlt, wie die Daten genutzt und verarbeitet werden. Aber nicht nur das fehlt, sondern es fehlt eigentlich auch alles andere. Es fehlt vor allem eine Vorteilskommunikation. Bedeutet, irgendwo wird vielleicht jemand bei diesem Anbieter von Ferienparks, ich habe es versucht zu anonymisieren, will ja hier kein Bashing betreiben, aber ist mir nur eingeschränkt geglückt, glaube ich, egal. Irgendwo sitzt da jemand, der sich denkt, das E-Mail-Marketing ist tot, keiner fordert unsere Newsletter an. Und man möchte ihn dann zurufen und sagen, vielleicht liegt es gar nicht am E-Mail-Marketing, sondern vielleicht liegt es an der Anmeldeseite, vielleicht liegt es an einer fehlenden Vorteilskommunikation unter anderem. Foodist, Unternehmen, die im Übrigen auch ganz leckere Geschichten verschicken. Also wirklich so Delikatessen, kleine leckere Geschichten. Ich schweife immer ab, wenn ich das Beispiel sehe. Ich muss dann immer an diese leckeren Boxen denken. Worum wir eigentlich sprechen wollten, ist ja das E-Mail-Marketing und die Anmeldeseite. Und schauen Sie sich mal diese Seite an und vergleichen Sie diese Seite mal mit dieser Seite hier. Und da sehen Sie die Optimierungspotenziale, die wir eben ganz oft auch in der Praxis antreffen. Ja. Das heißt, was die hier jetzt einfach sehr gut machen, ist, dass sie mir einen klaren Vorteil geben. Warum sollte ich den Newsletter anfordern? Ah, cool, ich kriege 10 Euro, das ist doch schon mal nett. Dann gibt es hier nochmal weitere Vorteile, die hier mit so Aufzählungspunkten, in dem Fall mit so kleinen Herzchen, nochmal aufgeführt werden, sehr plakativ. Ne? Es gibt aktuelle Angebote, Rezeptideen, Produktneuheiten, Hintergrundstories vor allem, aber gibt es natürlich auch den 10-Euro-Gutschein. Reduziertes Formularfeld, hier wird nur die E-Mail-Adresse abgefragt, unter dem Formularfeld natürlich kleiner gesetzt, kleine Schriftgröße gewählt. Da wird dann nochmal ein bisschen erklärt, ja, dass man sich jederzeit abmelden kann. Es wird auf die Datenschutzerklärung verlinkt. Dann wird der Gutscheinwert, der Mindestbestellwert nochmal kommuniziert. Also alles, was ich juristisch auch tun muss. Wie gesagt, das kann man ja durchaus kleiner setzen. Es soll jetzt nicht zu sehr ablenken, aber es muss eben auch letztendlich direkt sichtbar sein. Es reicht nicht, wenn ich das irgendwie in meine AGB oder sowas reinpacke, ne? Dieser Hinweis auf das Widerrufsrecht.
Und da sieht man eigentlich ganz schön, was ich gerade schon mal meinte, das eine Unternehmen versucht, so E-Mail-Adressen zu generieren, das andere Unternehmen versucht, so E-Mail-Adressen zu generieren und dazwischen liegen halt wirklich Welten, bedeutet, dass Foodist mit der gleichen Anzahl an Besuchern auf der Seite, wenn sie die gleiche Anzahl hätten, ja, mehr E-Mail-Adressen generieren würde, jeden Tag mehr E-Mail-Adressen generieren würde als dieses Unternehmen hier. Ohne dass ich zusätzlich Budget in die Hand nehmen muss. Wir sprechen hier nicht über Maßnahmen, dass man sagt, ja, da müssen wir noch mehr Geld an Google oder Facebook überweisen. Klar, die freuen sich immer total. Aber hier, und das ist das, was uns auch im Rahmen unserer Projekte immer wichtig ist, wir schauen uns immer zuerst den Status quo an, das vorhandene Potenzial an und überlegen dann mit unseren Kunden, wie können wir dieses Potenzial, diese vorhandene Reichweite noch besser für die Adressgewinnung letztendlich nutzen. Das heißt, so kann dann eine Anmeldeseite aussehen, hier mal als Wireframe ein bisschen aufgezeigt. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Im Idealfall haben wir eine starke Headline mit einer klaren Vorteilskommunikation. Da sollte im Idealfall eben nicht nur stehen Newsletter-Registrierung, sondern auch, was ich davon habe. Dann habe ich nochmal so 3-4 Vorteile. Reduziertes Formularfeld, Hinweis auf das Widerrufsrecht. Ich habe eine eindeutige Handlungsaufforderung. Gratis anfordern wird häufiger angeklickt als ein Button, auf dem Abonnieren steht. Ja, abonnieren ist negativ besetzt. Wir haben immer Angst, dass es irgendwie dann Geld kostet. Abos kosten in der Regel Geld. Und wenn man eben sowas schreibt wie gratis am Anfordern, sehen wir tatsächlich in der Praxis, dass so ein Button häufiger angeklickt wird und wir hier auf dem Weg wieder sehr einfach mehr E-Mail-Adressen generieren. Einfach indem wir, manchmal ist es so simpel, die Buttonbeschriftung ändern. Man kann nochmal mit Verstärkern arbeiten. Zum Beispiel nochmal so einen Störer einfügen und sagen, ne, es gibt sofort 10% Rabatt. Und vielleicht nochmal mit dem Key-Visual arbeiten, das dann wirklich auch das Conversion-Ziel stärkt. Also im Idealfall finde ich auf einer Newsletter-Anmeldeseite nicht irgendwie, ja, was ist so ein typisches Symbol auf einer Anmeldeseite? Ein Ad-Zeichen. Oder Sie kennen dieses Motiv, eine Tastatur, so schräg abfotografiert. Wegen Internet-Tastatur. So, es ist halt irgendwie, ja, das kann man machen, so als Lückenfüller. Aber wenn ich eine Tastatur fotografiere und so ein Foto auf meiner Newsletter-Anmeldeseite setze oder ein Ad-Zeichen da abbilde, dann führt das eben nicht unbedingt dazu, dass sich mehr Menschen anmelden. Wenn ich aber einen Gutschein zeige und sage, hey, das ist der Gutschein, den kriegst du in deiner Mailbox, sobald du den Newsletter anforderst, dann führt es dazu, dass ich mehr E-Mail-Adressen generiere oder da eben White Paper zeige, eine Studie, die der Empfänger bekommt oder ein Gewinnspiel, auch damit kann man ja arbeiten, um auf dem Weg nochmal die Anzahl der neu gewonnenen Adressen zu erhöhen. Ja, kommen wir zum zweiten Tipp, überzeugende Betreffzeile formulieren. Die Betreffzeile ist letztendlich die Türöffner sozusagen im E-Mail-Marketing. Bedeutet, anhand der Betreffzeile und des Absendernamens entscheide ich, ob ich Ihre E-Mail öffne oder eben nicht öffne. Das heißt, wichtig ist hier, relevant zu sein. Warum sollte der Empfänger diese E-Mail öffnen? Auch hier wieder, wie wird diese E-Mail sozusagen mein Leben bereichern? Ja, spare ich Geld? Bekomme ich irgendwas vor allen anderen? Wie auch immer. Das sollte aus der Betreffzeile hervorgehen. Vielleicht schaffe ich es, den Empfänger neugierig zu machen. Packen Sie die wichtigsten Begriffe an den Anfang der Betreffzeile. Also so ein Begriff wie gratis, den würde ich möglichst an den Anfang der Betreffzeile setzen und nicht erst am Ende. Weil halt gerade mobile Endgeräte Betreffzeilen dann auch ab einer gewissen Zeichenanzahl letztendlich auch abschneiden. Ganz konkrete Ideen. Wir sollten Themen aufgreifen, die jetzt für meine Zielgruppe gerade aktuell und relevant sind. Ja, wir können mit künstlicher Verknappung arbeiten und darauf hinweisen, dass irgendein Angebot morgen ausläuft. Ne? Ihr Gutschein läuft morgen ab. Das baut Handlungsdruck auf. Wir haben gute Erfahrungen mit personalisierten Betreffzeilen gemacht. Packen Sie den Namen des Empfängers in die Betreffzeile. Der eigene Name ist immer ein Eyecatcher. Ja? Das sind Buchstabenkombinationen, die mir vertraut vorkommen. Das heißt, da geht die Wahrnehmung hin. Und das führt dann eben in aller Regel auch zu mehr Öffnungen. Ja, ob Sie es glauben oder nicht, aber wir haben gute Erfahrungen mit der Aufforderung zum Öffnen gemacht. Also es ist wirklich ein bisschen schräg, aber wenn man in eine Betreffzeile reinschreibt, dass der Empfänger die E-Mail öffnen soll, werden in den meisten Fällen mehr Menschen die E-Mail öffnen. Ja, nicht super kreativ, aber im Betreff steht E-Mail öffnen und Gutschein sichern. Und in den meisten Fällen, weil wir auch viele Tests, AB-Tests für unsere Kunden durchführen, sehen wir, damit haben wir dann nochmal ein paar Prozent mehr an höhere Öffnungsrate. Ja, und auch hier liegen tatsächlich dann wieder Potenziale brach. Wenn man hier mal in den Posteingang schaut, dann sieht man, dass da irgendeine Online-Redaktion mir am 7.3. ein Newsletter schickt und da steht dann Newsletter Kölner Stadtanzeiger vom 7.3.
Und das ist nicht wirklich ein Argument, diese E-Mails zu öffnen. Das heißt, wenn ich einfach nur Newsletter in den Betreff schreibe, muss ich mich nicht darüber wundern, dass dann wenig Menschen meine E-Mails öffnen. Wenn ich aber wirklich da schon was von einem Gutschein erzähle oder darauf hinweise, dass ein Produkt jetzt bald nicht mehr verfügbar ist, ne, nur noch 3 Artikel oder nur noch 15 Artikel, wie auch immer, dann habe ich natürlich in aller Regel auch deutlich höhere Öffnungen. Der dritte Tipp, Above-the-Fold-Optimierung. Was hat es damit auf sich? Das Wichtigste nach oben, so lässt sich die Empfehlung eigentlich kurz zusammenfassen. Die Nutzer verbringen 80% der Zeit, in der sie sich im Internet bewegen, im oberen Bildschirmbereich. Bedeutet, Menschen scrollen nicht gerne, weil das ist ja auch so anstrengend. Man muss da den Finger nochmal bewegen, das Rad auf der Maus bewegen. Nein, das ist ein bisschen schräg, aber es ist tatsächlich so, und Sie werden es wahrscheinlich auch bestätigen mit Blick auf Ihre E-Mail-Nutzung. Natürlich werden Sie nicht jede E-Mail, die Sie bekommen, anklicken und dann auch tatsächlich komplett nach unten scrollen, ja? Sondern wir klicken das an, wir schauen uns an, was wird denn da eigentlich im Vorschaufenster dargestellt, also in dem Bereich, den ich sehe, bevor ich dann scrolle. Das ist die Fläche above the fold. Ich habe ja mal die Linie gezogen. Und anhand dieser Informationen entscheide ich dann, ob ich mich weiter mit der E-Mail beschäftige, ob ich scrolle oder ob ich letztendlich die E-Mail ignoriere oder die E-Mail lösche. Bedeutet, ich habe es gerade schon gesagt, ne, also die Nutzer bewegen sich zu überwiegend, nämlich 80% der Zeit, in der sie sich im Internet bewegen, im oberen Bildschirmbereich. Und wir sehen es auch mit Blick auf die Kennzahlen, rund 70-80% der Klicks entfallen eben auch auf diese Fläche, also die Fläche, die unmittelbar dargestellt wird, die Fläche above the fold. Was bedeutet das? Dass ich die Kernbotschaft natürlich in diesem Bereich unterbringen muss. Was ist sozusagen das, was ich im Kern hier vermitteln möchte? Es gibt ein neues Produkt, es gibt einen Tag der offenen Tür, was auch immer meine Botschaft ist. Das muss sozusagen im direkt sichtbaren Bereich platziert sein. Und auch der Button, sogenannter Call to Action, also irgendein Element, das sozusagen mir sagt, da kann ich draufklicken, Textlink oder eben so ein grafischer Button, auch der sollte im direkt sichtbaren Bildschirmbereich platziert sein. Ein Beispiel, natürlich nicht aus diesem Jahr logischerweise, aber ein Beispiel von TUI, die das sehr gut machen, die hier diese Fläche im direkt sichtbaren Bereich nutzen, um nochmal sehr klar mir zu kommunizieren, worum geht's da, Kinderreisen ab 199 € günstig in den Familienurlaub. Das ist die Kernbotschaft, das heißt, das ist das natürlich auch wichtig mit Blick auf den Markenaufbau, mit Blick auf das Thema Branding, ne, womit soll ich TUI eigentlich in Verbindung bringen. Und das ist das, was hier hängen bleibt. Und da sehe ich direkt die zentralen Informationen, bevor ich dann auch tatsächlich anfange zu scrollen. Vierter Tipp, starker Call to Action, also starke Handlungsaufforderung. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Call to Action ist letztendlich ja die Handlungsaufforderung. Was soll der Empfänger eigentlich tun? Und die Frage, die ich mir natürlich in der Konzeptionsphase überlegen muss, was ist eigentlich das primäre Ziel meines Newsletters? Schwierig ist es wie immer im digitalen oder insgesamt auch im Marketing, wenn ich irgendwie 10 verschiedene Ziele erreichen möchte. Ja, wenn der Chef sozusagen kurz bevor ich einen Newsletter verschicke noch reinkommt und sagt, ja, bau da noch das und das ein und hier haben wir auch noch was und hier der Kollege, der hat da auch gerade was Lustiges, er hat ein Gedicht geschrieben, das könnten wir doch auch noch, weil ja bald Weihnachten ist und so weiter. Lassen Sie das funktioniert nicht. Ja, wir haben das große Problem dann sozusagen Paradox of Choice. Also wenn Sie mir zu viel Angebote machen und am Ende ist ja jeder Link ein Angebot, nämlich ein Angebot zu klicken, das Ergebnis ist, dass ich aussteige und einfach sage, puh, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll, ich weiß gar nicht, was ich anklicken soll. Das heißt, Reduktion ist oft eben das Schlüsselwort. Eindeutig kommunizieren, was der Empfänger tun soll. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Marketingausgaben dauerhaft senken, melden Sie sich jetzt kostenlos für die Roadshow an. Das ist eine klare Handlungsaufforderung. Während der Satz, ja, auch in diesem Jahr machen wir wieder eine Roadshow. Hier gibt es weitere Informationen. Das ist keine Handlungsaufforderung. Das ist einfach nur ein Satz, den kann ich dann auch verlinken, aber trotzdem ist kein Call to Action, weil es einfach total, es ist keine Vorteilskommunikation. Ja, es gibt keine klare Handlungsaufforderung. Links im Fließtext sollten natürlich unterstrichen sein, weil wir das einfach so gelernt haben. Ja, alles, was unterstrichen ist, im Idealfall auch was Blaues, da weiß ich, das kann ich anklicken. Und die Kür ist so ein bisschen die momentane Situation des Empfängers zu berücksichtigen. Bedeutet, das hat der E-Mail-Marketing-Manager von Uber ganz schön auf den Punkt gebracht, wir sollten Low-Commitment-CTAs nutzen. Die E-Mails, das sind letztendlich nur die Einladung und die Party, sprich die Bestellung findet auf ihrer Landingpage statt.
Ah, was meine ich damit? So ein Button wie jetzt bestellen kann möglicherweise abschrecken. Ja, ich bekomme eine E-Mail von Ihnen und dann soll ich direkt bestellen. Möchte ich aber noch gar nicht machen, weil ich möchte mir erstmal ein Video vom Produkt angucken. Ich möchte weitere Informationen zum Produkt abrufen, Bewertungen mir anschauen. Deswegen sind in vielen Fällen sogenannte Low-Commitment-Call-to-Actions zielführender. Wie Sie das hier auf der rechten Seite sehen, sowas wie zum Produkt, jetzt stöbern, Flugangebote ansehen. Das lädt viel mehr zum Klicken ein, als wenn ich dem Nutzer direkt sage, jetzt hier anmelden oder jetzt bestellen. Das ist sozusagen zu verbindlich. Und da schrecke ich dann eher vor zurück, weil ich irgendwie Angst habe, dass dann direkt was abgebucht wird, ne? Wenn ich da drauf klicke. Also mein Unterbewusstsein meldet sich dann und sagt, bestellen kostet Geld, ne? Deswegen, das Ziel der E-Mail ist es, den Klick zu generieren und das Ziel der Landingpage ist es, zu verkaufen. Und damit komme ich auch schon zum fünften und letzten Tipp, den ich gerade auch schon angesprochen habe, das Thema Landingpage optimieren. Vergessen Sie bei all dem E-Mail-Marketing nicht, dass das E-Mail-Marketing am Ende nicht funktionieren wird, wenn die Zielseite nicht funktioniert. Ja, das heißt, wir können das E-Mail-Marketing optimal aufbauen. Viele Menschen werden öffnen und klicken, weil wir einen guten Betreff haben, weil wir eine gute Handlungsaufforderung haben, ansprechendes Design ist, etc. Und dann haben Sie den Nutzer auf der Seite oder in Ihrem Shop und dort kauft der Kunde dann aber nicht. Ne? Das ist so ein ganz klassisches Problem, was wir ganz oft im digitalen Marketing haben. Und da ist es eben entscheidend, sich vorher dann nochmal anzuschauen, wo schicke ich den Nutzer da überhaupt hin? Das heißt, hier ist es entscheidend, zum Beispiel Kontinuität zu schaffen zwischen dem Werbemittel, in dem Fall der E-Mail, und der Landingpage. Wenn ich in der E-Mail irgendwas von einem Gutschein erzähle und dann klicke ich, dann sollte ich diesen Gutschein auch auf Ihrer Landingpage wiederfinden. Wenn das nicht passiert, dann bin ich schnell wieder weg. Dann schließe ich das Browser-Tab, so wie Sie das ja auch Dutzend und Aberdutzend Mal jeden Tag machen, sie schließen irgendwas, weil sie sagen, nee, doch nicht. Und das passiert zum Beispiel, wenn ich einfach das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich haben wollte. Ne? Ich habe eine E-Mail bekommen, habe da geklickt, aber irgendwie, die erzählen da was ganz anderes auf der Landingpage. Ne? Oder es werden keine Vorteile kommuniziert. Also nochmal diese Frage, was habe ich denn von dem Produkt? Ja? Visuelle Klarheit schaffen, Design und Content auf das Wesentliche reduzieren. Wir haben ganz oft das Problem, dass Websites nach wie vor einfach komplett überladen sind, die Wahrnehmung nicht gezielt gelenkt wird und die Aufmerksamkeit sich verläuft auf der Seite, weil da zu viele Dinge um Aufmerksamkeit buhlen. Ja? Vertrauen aufbauen, großes Problem im digitalen Marketing. Wir sehen den Gegenüber nicht. Wir können nicht einschätzen, ist es ein kleines Unternehmen, ein großes, ist es vertrauenswürdig. Wenn wir im echten Leben vor Corona irgendwie ein Unternehmen besucht haben, also beispielsweise jetzt einen Kundentermin gemacht haben, ne, dann kann man eigentlich schon sehr schnell feststellen, anhand der Größe des Gebäudes als Beispiel, ne, was ist das für ein Unternehmen, wie viele Menschen arbeiten da, man wird entweder freundlich begrüßt oder unfreundlich begrüßt, wie auch immer. Und diese Elemente, an denen wir uns orientieren, die fehlen im digitalen Marketing komplett. Ne? Das heißt, gibt ja auch regelmäßig irgendwelche Verbrauchermagazine, die dann vor irgendwelchen Fake-Shops warnen, wo man auf keinen Fall irgendwie einkaufen sollte, ne? Zu Recht ja auch nicht. Das Problem ist aber, ne, der Nutzer weiß ja im ersten Schritt erstmal nicht, ne, kann ich diesem Unternehmen vertrauen? Deswegen kann man mit Gütesiegeln arbeiten, mit Auszeichnungen, mit Logos von zufriedenen Kunden, Trusted Shops, Gütesiegeln, all diese Dinge. Und wir sollten uns überlegen, dass wir Hürden abbauen, also möglichst kurze, leicht verständliche Formulare. Alternativ auch immer die Kontaktoption Telefon anbieten. Ist, ne, egal wie gut ein Formular designt ist, egal wie verständlich ein Formular ist, es wird immer Menschen geben, die mit dem Formular aus irgendwelchen Gründen nicht zurechtkommen, weil sie vielleicht noch einen alten Browser oder so, ne, einen Internet Explorer verwenden oder keine Ahnung. Deswegen Telefon immer ergänzen oder irgendwo anbieten. Ne? Sie haben Fragen, rufen Sie uns an, wir sind für Sie da. Das sind so die Basics sozusagen, wenn es darum geht, Landingpages zu optimieren. Ich möchte Sie abschließend noch eine kleine Reise mitnehmen. Verschiedene Landingpages. Ich habe hier mal nach einem EC-Karten-Terminal, also einem EC-Karten-Lesegerät gesucht. Einfach aus Spaß, jetzt nicht, weil ich das brauchte, sondern ich habe mich mal nach Beispielen umgesehen. Und das ist hier kein Beispiel aus den 90ern, sondern das ist tatsächlich, ob Sie es glauben oder nicht, ein erschreckend aktuelles Beispiel. Und ja, man könnte jetzt so ein bisschen darüber nachdenken, ja, würde ich das da kaufen? Also wirkt die Seite seriös? Was ist der erste Eindruck? Wie ist das aufgebaut? Also da passiert ja sehr, sehr viel im Unterbewusstsein. Ne? Wir schauen uns nicht die
alle Elemente auf der Seite ganz bewusst an und stellen uns die Frage, mit wem telefoniert denn dieser nette Mann da, mit diesem alten Telefon. Das ist nicht etwas, was wir bewusst reflektieren, aber innerhalb weniger Sekunden entscheidet unser Unterbewusstsein, kaufe ich dort oder kaufe ich eben nicht. Und hier würde ich natürlich nicht kaufen, ne, weil das total überladen ist, ja, weil ich überhaupt keinen Button sehe, den ich anklicken kann, ja, bis auf die Sonderposten. Aber wenn ich das Ding jetzt bestellen möchte, wie geht denn das? Da gibt es ja gar keinen Button. Ne? Also zack, bin ich schon wieder weg. Nutzer haben da eine sehr, sehr geringe Frustrationstoleranz. Wenn wir die Menschen da draußen mit solchen Seiten behelligen, dann werden wir keine Kunden gewinnen. Ja. Cash for Less finde ich auch ein herrliches Beispiel. Die berühmte Headset-Dame, ja, wir finden sie auf jeder dritten Seite. Es ist auch irgendwie oft gefühlt zumindest die gleiche Dame. Und man fragt sich immer, verkaufen die Headsets oder was verkaufen die da jetzt eigentlich? Ne? Das Logo ist natürlich auch, ich weiß nicht, vielleicht, wenn Sie irgendwie mal das Neo-Magazin gucken, da gab es früher den Photoshop Philip, den fand ich immer ganz cool. Einfach mal bei YouTube nach Photoshop Philip suchen. Sehr, sehr cool. So ein Typ, der ganz tolle Kunststücke mit Photoshop irgendwie aufführt. Und das erinnert mich, das Logo erinnert mich immer an Photoshop Philip, ne? Mit diesem Farbverlauf. Ne? Die 90er sind wieder da. Naja, und auch hier, ne? Paradox of Choice. Schauen Sie mal, wir haben hier vier Optionen hier im unteren Bereich. Basic, Basic Mobil, Touch und Touch Mobil. Wie soll ich mich denn dafür irgendwas entscheiden? Das eine kostet 12 Euro, das nächste 16 Euro im Monat, dann nochmal 16 Euro, dann 19 Euro, dann haben wir unterschiedliche Kosten pro Transaktion. Okay, die Geräte unterscheiden sich auch, Basic, Basic Mobil, Touch und Touch Mobil. Also man muss wirklich da sich damit beschäftigen und sich ja eine Auswahl treffen. Ne? Und das ist einfach schon wieder zu viel, also zu viele Optionen. Die Produktunterschiede, die werden nicht auf den ersten Blick deutlich. Da würde ich dann zum Beispiel mit so einer Tabelle arbeiten, wo man dann schön die Unterschiede aufzeigen kann. Das geht viel, viel besser. Auch hier, ne, auch noch nicht so ganz optimal. Ich bin Italien-Fan. Ich glaube, da oben, das ist die Toskana. Ich weiß nicht genau, aber ich frage mich so ein bisschen, was macht die denn? Was macht das Foto da oben? Was hat denn das mit dem Produkt zu tun? Es sieht nett aus, aber warum? Ne? Und auch hier irgendwie drei Optionen, stationär, portabel und mobil. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen portabel und mobil? Ist eine philosophische Frage wahrscheinlich schon. Ich weiß es zumindest nicht. Gut, die mittlere Option ist die teuerste. Ja, ne? Also man muss richtig anfangen, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Und dann gibt es plötzlich irgendein Startup, die das komplett digital denken, das Produkt, ja, sehr viel sich Zeit und Ressourcen für die Optimierung des digitalen Marketing nehmen und dann so eine Landingpage bauen. Und da sind doch eigentlich alle Fragen beantwortet. Wenn Sie das vergleichen mit den ganzen anderen, hier habe ich keine Fixkosten, das ist schon mal cool. Kartenzahlung ohne Fixkosten, ich sehe direkt den Button, den ich anklicken soll. Ich sehe eine eindeutige Vorteilskommunikation. Es ist super clean, ja, das heißt, das Auge kann sich ja viel besser orientieren, indem viel mit White Space, mit weißer Fläche gearbeitet wird. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Schwärmen kommen, aber ich glaube, da wird so ein bisschen deutlich, die Unterschiede sind da schon halt enorm. Ne? Und die einen verkaufen eben online und die anderen dann eben halt nicht oder nur in einem sehr kleinen Rahmen. Genau, und das war einfach nochmal abschließend die Empfehlung. Schauen Sie sich bitte nicht nur Ihre E-Mails an. Die E-Mails können Besucher in Ihren Shop oder auf Ihre Website lenken, aber wenn dort dann nichts weiter passiert, dann passt das Ganze auch nicht und dann, dann funktioniert das auch nicht. Ne? Deswegen immer auch schauen, was passiert eigentlich nach dem Klick, hole ich da den Nutzer bestmöglich ab mit einer durchoptimierten Landingpage. Das ist eigentlich die Prämisse. Und wenn man das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, drei Erfolgsfaktoren im Wesentlichen, die wir hier im E-Mail-Marketing immer wieder sehen. Das eine ist die strategische Qualität. Nehmen Sie sich wirklich ein bisschen Zeit für die Strategieentwicklung, mal einen kleinen Workshop zu dem Thema ansetzen, überlegen, wie kann E-Mail-Marketing eigentlich unser Geschäftsmodell stärken? Welche Kennzahlen sind für uns wichtig? Welche Systeme sind für uns passend? Zweiter Schritt, die operative Exzellenz. Also die Anwendung von Best Practices, denken Sie da an Themen wie Above the Fold, denken Sie an das Thema Betreffzeile. Ne? Das sind alles kleine Aspekte sozusagen. Wenn ich die rausnehme, sind das alles immer nur kleine Bausteine. Aber entscheidend ist eben die Summe dieser Bausteine. Und ich muss letztendlich in jedem Bereich sozusagen das Beste geben. Wenn ich eine toll gestaltete E-Mail habe, aber eine schlechte Betreffzeile, habe ich keine Öffnungen und dann sieht kein Mensch die toll gestaltete E-Mail. Ein bisschen salopp jetzt formuliert. Kanalübergreifende und fortlaufende Optimierung. Die dritte
Der dritte Erfolgsfaktor, also systematisches Testen und Optimieren entlang der gesamten Prozesskette, das, was ich eben gerade angesprochen habe, die Frage sich immer wieder auch stellen, was passiert eigentlich nach dem Klick, hole ich den Nutzer dann bestmöglich auch ab. Und ja, damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein paar neue Empfehlungen und Tipps mitnehmen können. Ich hätte noch einen kleinen Werbeblock vorbereitet. Wer hätte das gedacht? Wir unterstützen Sie gerne natürlich dabei, das E-Mail-Marketing für Ihr Unternehmen auf- und auszubauen. Von der Strategieentwicklung übers Template-Design, das Texten der E-Mails bis zum Versand und zur Optimierung. Aber das wirklich nur in aller Kürze. In dem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bleiben Sie gesund. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob Sie noch Fragen haben. Ja, und zwar, ich melde mich mal einfach, wie oft sollten Newsletter verschickt werden, ohne als nervig zu gelten, kam von Herrn Wolf. Ja, genau, super gute Frage. Und da kommt jetzt, ich schaue auch mal so ein bisschen parallel in den Chat. Ja, da ist ja einiges. Ja, sehr schön. Genau, also ja, wie oft sollte man E-Mails verschicken? Die Antwort ist, es gibt eigentlich keine pauschale Antwort darauf. Es ist ein bisschen die Beraterantwort, das kommt darauf an. In dem Fall stimmt das aber. Es kommt auf Ihr Geschäftsmodell an. Wie oft haben Sie etwas wirklich Spannendes zu erzählen? Zwei Beispiele. Chibo beispielsweise, die haben jede Woche eine neue Welt. Das heißt, wenn man da überlegt, wie oft sollten die E-Mails verschicken, dann liegt das schon fast auf der Hand, nämlich einmal die Woche. Tatsächlich machen Sie es sogar häufiger. Und die Menschen interessieren sich dafür, die warten förmlich auf diese neue Chibo-Welt, ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber die Leute finden es toll. Im Vergleich dazu denken Sie an das Thema Telekommunikation. Möchte ich jede Woche ein Newsletter von der Telekom beispielsweise haben? Nicht wirklich, ja, weil ich meine, ich habe eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Das Produkt verändert sich unterwegs nicht großartig. Ich beschäftige mich einfach nicht jede Woche damit. Das heißt, die entscheidende Frage ist hier mal in die Analyse zu gehen und zu überlegen, zu welchen Zeitpunkten, je nach Geschäftsmodell haben wir ja auch saisonale Schwankungen. Reisen werden üblicherweise zumindest dann vielleicht Anfang des Jahres geplant oder Ende des Jahres, so Dezember rum, der große Jahresurlaub im nächsten Jahr. Das wäre dann ein Zeitpunkt, da würde ich dann auch häufiger und mehr E-Mails verschicken. Würde ich als TUI jetzt unbedingt mitten im Sommerloch, also sobald alles wieder funktioniert, ne, aber würde ich dann unbedingt im Sommerloch irgendwie E-Mails verschicken und die Leute da sozusagen zuballern, ne, das würde ich natürlich nicht machen, weil wer gerade im Urlaub ist, der wird keinen Urlaub buchen. Und so würde ich tatsächlich hingehen und überlegen, wie sieht mein Geschäftsmodell aus, wie oft haben wir irgendwie neue Produkte, wie oft haben wir was wirklich Spannendes zu erzählen. In aller so ganz grob als Faustformel kann man eigentlich sagen, naja, so die meisten Unternehmen verschicken so 3-4 E-Mails im Monat, ja, einige auch nur eine E-Mail, ein Newsletter im Monat. Aber wie gesagt, das kommt total aufs Produkt an. Wenn ich sozusagen fast-moving Consumer Goods habe, also beispielsweise Lebensmittel, ne, die ich jede Woche kaufe, dann würde ich natürlich auch jede Woche verschicken. Dann ist noch eine nächste Frage. Was ist der beste Tag und die beste Uhrzeit für ein Newsletter beziehungsweise generell für E-Mails? Ja, also die wichtigste Empfehlung, die man da tatsächlich geben kann und geben muss, ist ausprobieren tatsächlich. Ne? Also es gibt nicht die perfekte Uhrzeit für den Versand von Marketing-E-Mails. Auch das hat sich jetzt im Corona-Kontext total geändert, weil wir einfach sehen, dass jetzt noch mehr, das war ehrlich gesagt schon immer so, aber große Überraschung, jetzt werden noch mehr auch private E-Mails während der Geschäftszeiten geöffnet, was ja auch völlig fair ist, ja, weil auf der anderen Seite viele Arbeitnehmer dann ja auch abends und teilweise auch nachts nochmal für den Arbeitgeber tätig sind. Von daher alles gut, aber das heißt, da sehen wir zum Beispiel die Veränderung, dass es überhaupt nicht mehr so ist, dass man sagen kann, okay, private, also jetzt, wenn ich mich an Endkunden richte, dann darf ich auf keinen Fall während der Woche oder während der Geschäftszeiten was verschicken. So pauschal kann man das gar nicht sagen. Was man schon sagen kann, ich würde jetzt geschäftliche E-Mails nicht unbedingt an einem Sonntag verschicken, ne? Auch nicht unbedingt Montag vormittags, also wenn ich mich jetzt an andere Unternehmen richte. Viele Unternehmen haben Montag vormittags immer so eine Art Jour fix oder Planungsmeetings. Deswegen Montagvormittag ist für im Geschäftskundenbereich sicherlich schwierig. Freitagnachmittag ist auch eher schwierig, weil dann ist man oft gedanklich schon mal so ein bisschen im Wochenende. Da würde ich dann eher so auf Dienstag bis Donnerstag gehen. Und ja, im Idealfall dann, wenn sozusagen der Empfänger, wenn ich vermute, dass viele Empfänger gerade an ihrem Rechner sitzen. Ne? Wenn ich jetzt Zielgruppe Außendienst habe, dann habe ich da eine andere Situation als Zielgruppe irgendwo. Ja, Leute, die klassisch im Büro arbeiten. Das sind Faktoren, die ich damit mit einfließen lassen muss. Deswegen eine pauschale Antwort ist da schwierig. Ja.
Welche Wege zum Sammeln der Adressen gibt es außer Newsletter-Anmeldung auf der Homepage? In Bezug auf Datenschutz scheint es wirklich ein schwieriges Unterfangen, eine gute Datenbank zu schaffen. Ja, absolut. Also das stimmt. Die DSGVO hat da dann, also im Kern hat die DSGVO gar nicht so großartig was verändert im E-Mail-Marketing, weil die Rechtslage auch vorher schon so aussah, dass man Einverständnis brauchte. Das musste man dokumentieren. Es haben nur mehr Unternehmen ignoriert, weil die möglichen Bußgeldhöhe einfach überschaubar war. Das hat sich im Zuge der DSGVO geändert. Das heißt, im Kern muss man hier wirklich die Empfehlung geben, holen Sie sich ein eindeutiges Einverständnis von Ihren Kunden, dokumentieren Sie auch, dass Sie das Einverständnis haben. Stichwort Double Opt-in-Prinzip, schicken Sie dem Nutzer automatisiert natürlich eine E-Mail, die er dann nochmal rückbestätigt. Auf dem Weg kann ich eine saubere Datenbank aufbauen. Das ist mühsam, das funktioniert nicht über Nacht, aber je früher ich damit anfange, desto schneller werde ich natürlich eine relevante Reichweite haben. Welche Möglichkeiten gibt es noch neben der Anmeldeseite, also unglaublich viele. Ja. Ein Beispiel, wir können auf der Kontaktseite, wenn Sie ein Kontaktformular haben, ein weiteres Häkchen anbieten. Ja. Wenn jemand ohnehin eine Anfrage an Ihr Unternehmen stellt, wäre es total sinnvoll, dass der Nutzer optional, das ist ganz wichtig, noch ein Häkchen beim Newsletter setzen kann und sagen kann, ja, ich möchte auch den Newsletter. Ja, was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir können beispielsweise mit sogenannten Back-in-Stock-Alerts arbeiten, wenn ein Produkt nicht verfügbar ist oder gerade jetzt in der jetzigen Zeit nicht verfügbar ist, nicht genutzt werden kann, ja, mit Blick auf die aktuelle Situation, da macht es natürlich total viel Sinn, gerade jetzt zu sagen, ja, gerade im Moment können Sie unser Restaurant nicht besuchen, aber bitte teilen Sie uns Ihr Einverständnis mit, wir informieren Sie, sobald es wieder losgeht. Ne? Oder dieses Produkt ist gerade ausverkauft, das ist nicht lieferbar, Klopapier ausverkauft, was auch immer wir da alles erlebt haben, ne, dann würde ich natürlich hingehen und sagen, wir informieren Sie, sobald wir hier wieder lieferfähig sind. Das ist eine tolle Möglichkeit, nicht nur E-Mail-Adressen zu generieren, sondern auch E-Mail-Adressen mit einer klaren Kaufabsicht zu generieren. Und die sind viel mehr wert als irgendwelche Leute, die einfach nur bei mir an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, weil sie ein Auto gewinnen wollten. Ne? Also die einen sagen, hey, ich möchte Klopapier unbedingt kaufen, nur als Beispiel. Weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme. Und der andere sagt, ja, ich hätte nichts dagegen, einen Tesla zu gewinnen oder so. Ne? Also deswegen, Gewinnspiele können auch funktionieren. Ne? Ich will das gar nicht pauschal jetzt verteufeln, aber viel wichtiger ist eigentlich, sich wirklich ein Einverständnis zum Beispiel auch im direkten Gespräch mit einem Kunden zu holen. Das bringt nicht so viele Opt-ins, also Einverständnisse, ja, aber dafür halt von Menschen, die wirklich sehr nah schon an ihrem Unternehmen sind und eigentlich bald kaufen wollen. Die nächste Frage, was ist zu beachten bei firmeninternen Newsletter zur Mitarbeiterinfo? Zählt ja auch als Marketing. Ja, mit Blick auf die Rechtslage oder ist ein bisschen jetzt die Frage, wie die... Ja, ja, das nehme ich von aus, weil das war vorhergehend, ja. Ja, gut, also das wäre eine Frage, die ich jetzt ehrlich gesagt dann auch am liebsten an unseren Hausjuristen sozusagen weitergeben würde. Ich bin da aber kein Jurist, ne? Ich glaube, Unternehmen handhaben das auch unterschiedlich. Es gibt wohl den Standpunkt, dass sozusagen, wenn es eine Betriebsvereinbarung in irgendeiner Form gibt, also wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert werden, dass eben Newsletter verschickt wird, dann ist das so mein letzter Kenntnisstand auch durchaus legitim, natürlich auch seine Mitarbeiter per E-Mail zu informieren. Das machen faktisch ja auch alle Unternehmen, gerade in der jetzigen Zeit, ne, Büros geschlossen und so weiter, da muss ich das auch tun. Und von daher sehe ich da zumindest mit Blick auf die Rechtslage dann tatsächlich kein Problem. Da würde mich das wundern, wenn ein Mitarbeiter dann sagt, das ist eine Marketing-E-Mail, ich verklage jetzt den Arbeitgeber sozusagen. Aber klar, im Zweifel muss man das natürlich auch prüfen und abklären. Ja. Hier ist noch eine Frage. Hallo, mit welchen Kosten muss ich bei einem Newsletter-Tool rechnen? Da gibt es ja echt viele. Ja, genau. Super gute Frage. Und das Schöne ist eigentlich, also die Spannweite ist da einfach unglaublich groß. Ja. Wenn Sie ein kleines Unternehmen betreiben und einfach sagen, also ich will einfach mal Erfahrungen jetzt sammeln, ich habe ja nicht das Riesenbudget, dann gibt es Systeme, da kann man im Taschengeldbereich sozusagen loslegen, ja, also 50 Euro im Monat. Das hängt dann auch sehr stark davon ab, wie groß ist Ihr Verteiler. Der Abrechnungsfaktor ist in der Regel die Anzahl der Adressen und oder die Anzahl der versendeten E-Mails. Das heißt, je erfolgreicher ich mit dem E-Mail-Marketing bin, desto teurer wird es dann auch. Aber dann verdiene ich ja wieder mehr Geld mit dem Kanal. Von daher ist es dann ja auch okay. Die Kosten steigen also mit der Unternehmensgröße oder mit dem Erfolg, den ich in dem Kanal habe. Und das ist eigentlich das Charmante, dass ich nicht irgendwie
hingehen muss und da jetzt erstmal irgendwie 10.000 Euro investieren muss, sondern ich kann da auch klein anfangen mit Tools, die wirklich dann so 40, 50 Euro sowas in der Größenordnung kosten. Wenn ich aber jetzt ein Unternehmen im Mittelstand bin oder ein großer Konzern bin, klar, da bewegen wir uns natürlich eher dann bei einigen 1.000 Euro im Monat, teilweise auch 10.000, 20.000 Euro im Monat. Aber auch da sind solche Kosten, ehrlich gesagt, absolut zu vernachlässigen, wenn ich das jetzt beispielsweise mit dem klassischen Direktmarketing vergleiche. Ne? Also da habe ich sozusagen noch so eine hohe Porto-Ersparnis allein an der Stelle und Druckkostenersparnis, dass sich das natürlich unglaublich gut rechnet. Ne? Aber ich muss schon Geld in die Hand nehmen. Also wenn ich wirklich so gar kein Budget habe, dann wird es irgendwo so ein bisschen schwierig und ja, ein bisschen was muss ich einplanen. Gibt es denn so Tools, die Sie empfehlen würden? Also pauschal würde ich mich da wirklich schwer tun. Ich hatte es eingangs, glaube ich, kurz angesprochen, weil es wirklich sehr, sehr stark auf die Anforderungen ankommt. Mit welchem System arbeiten Sie bereits? Ne? Also ein Beispiel, wenn Sie einen Online-Shop mit Shopify umgesetzt haben, ist ja eine ganz vernünftige Plattform, mit der man das recht einfach solche Online-Shops realisieren kann, dann gibt es da ein System, das funktioniert sehr gut mit Shopify. Das heißt, Sie bekommen da automatisiert die Daten abgeglichen. Wenn Sie jetzt aber nicht Shopify nutzen, sondern eine Magento-Plattform, also einen Magento-Shop haben, dann würde wiederum ein anderes System passend sein. Deswegen pauschal echt schwer zu sagen. Es gibt so im unteren Preissegment Systeme wie zum Beispiel Sendinblue, also Blue wie blau, Sendinblue oder ein Cleverreach beispielsweise oder auch ein Mailjet. Ja, das sind so Systeme, die man relativ einfach nutzen kann, die auch wirklich sich so, ich sage jetzt mal, wenn man einen kleinen Verteiler hat, im Taschengeldbereich bewegen preislich. Aber auch da muss man in der Tat dann nochmal wirklich ein bisschen Ressourcen einplanen, weil das System eingerichtet werden muss. Es müssen Templates erstellt werden. Es müssen irgendwie Kampagnen geplant werden, also die Dinge, die wir auch als Agenturleistung unseren Kunden anbieten. Oder man arbeitet sich natürlich selber rein. Wenn die Zeit da ist, ist das natürlich auch völlig legitim. Ne? Dann noch eine Frage. Gibt es eine durchschnittliche Link-Klickrate? Ja, auch da unglaublich hohe Spannweite. Ne? Also was wir sehen, ein ganz großer Einflussfaktor ist natürlich die Verteilergröße. Je kleiner der Verteiler ist, desto besser sind die Kennzahlen. Da sehen wir teilweise Öffnungsraten tatsächlich 60-70%, was schon sehr gut ist. Auch durchaus zweistellige Klickraten, 10-20% Klickrate sind machbar, ja, wenn ich einen sehr qualitativ hochwertigen Verteiler habe. Wenn ich dann zum Beispiel sehr viel Adressen mit Gewinnspielen generiere, dann sinken auch die Kennzahlen, weil ich halt viele im Verteiler habe, die eigentlich nur was gewinnen wollen und möglicherweise kein Interesse an den Informationen haben. Und je größer der Verteiler, desto schlechter sind relativ gesehen, natürlich nicht absolut, aber relativ gesehen auch die Kennzahlen. Das hat damit zu tun, dass ein größerer Verteiler, dort habe ich ja auch einen größeren Anteil an älteren Adressen, ne, die ich dann vielleicht vor 5 Jahren mal generiert habe, die einfach in der Zwischenzeit vielleicht das Interesse verloren haben. Das heißt, da nicht erschrecken, wenn man anfängt mit E-Mail-Marketing, die erste E-Mail geht vielleicht an 20 Leute irgendwie, Friends and Family, ne, die öffnen natürlich alle, ja. Dann freue ich mich total, wenn ich dann aber im Laufe der Zeit halt mehr Adressen generiere, dann sinken die Öffnungs- und Klickraten, dann sind wir vielleicht so bei, ja, 20% Öffnungsrate, vielleicht bei 3-5% Klickrate, so ganz, ganz grob, ne? Aber wie gesagt, die Spannweite ist da super groß. Auch beispielsweise abhängig von dem Format, das ich einsetze. Was wir oft sehen, ist, dass zum Beispiel die erste E-Mail, die ich an einen Kunden schicke, oft die besten Kennzahlen generiert. Also ich melde mich für ein Newsletter an und bekomme dann so eine Art Welcome-E-Mail, wo mir nochmal das Produkt erklärt wird, da will ich nochmal, gibt es einen Ansprechpartner oder Neukundengutschein. Das ist oft die E-Mail, die am besten geöffnet wird. Ne? Da haben wir dann wieder signifikant bessere Kennzahlen als halt diese Durchschnittswerte, die ich gerade genannt habe. Jetzt ist nur noch eine Frage. Die Klickraten werden dann über die spezielle Software ausgewertet? Ja, genau. Also das ist halt das, was so ein System eben auch leistet. Das System verschickt nicht nur Ihre E-Mails, sondern so die Kernaufgaben sind, dass ich mit so einem E-Mail-Marketing-System zum einen meine E-Mail-Kampagne planen und zusammenstellen, also texten kann, die Grafiken einfügen kann, Testversand durchführen kann etc. Dann kümmert sich das System darum, dass die E-Mail dann auch wirklich zuverlässig verschickt werden. Wenn ich jetzt irgendwie meine Kunden über Outlook anschreiben würde und 400 Kontakte ins BCC-Feld packen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich groß, dass unglaublich viele Spamfilter diese E-Mail blockieren werden, ne? Weil eine hohe Anzahl an Adressen im BCC-Feld ist ein typisches Spam-Kriterium. Und das machen diese Systeme dann eben anders. Das heißt, die Systeme kümmern sich dann auch im Idealfall zumindest darum, dass die E-Mails auch
zuverlässig zugestellt, also ankommen, zugestellt werden, ankommen beim Empfänger. Und sie bieten mir eben auch die Möglichkeit, das auszuwerten. Wie viele Menschen haben geöffnet? Welche Links wurden angeklickt? Mit welchen Endgeräten wurden meine E-Mails geöffnet? All diese Dinge, genau. Ja, dann gibt es erstmal gar keine weiteren Fragen mehr, so wie es ausschaut. Ich glaube, wir sind jetzt sogar 9 Minuten nach der Zeit. Ja, wir haben überzogen. Ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Ja, also wenn keine Fragen mehr sind, also die Präsentation kann ich ja zur Verfügung stellen. Die Aufzeichnung würde ich auf... hört jemand Ton an? Die Aufzeichnung, wenn